damit heiße ich euch Autoverrückten bei Rocket League und Fußballverrückten natürlich recht herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Bei einer Zerstörung meinerseits. Ich wurde zerstört. Alles ist verloren. Aber nee, das stimmt ja nicht. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Bin wie gewohnt im Kaltzustand. Wunderschön gerettet. Mal gucken, ob ich ihn reinmachen kann. Natürlich kann ich ihn reinmachen. Freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast hier beim 1-0 meinerseits. Ich bin Gold 3, versuche Platin 1 anzugreifen. Ich bin guter Dinge. Mein Gegner ist auf jeden Fall motiviert. Und jetzt Gott sei Dank... Ah, das hat jetzt nicht gut gemacht von mir. Falsch reingedriftet. Oh nö. Das war so schlecht gemacht. Okay, keine Ahnung. Das war ein Verteidigungsverhalten der Hölle. Egal, das kann ich besser. Oh, kurz konzentrieren. Er macht auf jeden Fall diesen Boost nach vorne. Keine Ahnung, was seine Mission immer ist. Aber den kriege ich nicht. Ich habe gehofft. Ja, schnell nach hinten jumpen. Mein Gott, schon. Also ich würde mal sagen, schon zum zweiten Mal, aber nicht extra. Bei zweimal. Den hat er wunderschön leider über mich gelockt. Puh, mein Gegner macht ernst. Aber es ist genau dieser Gegner, den ich jetzt bezwingen muss. Wie soll ich sonst Platin 1 werden? Nur so kommt man auch. Nein. Gut, safen. Oh, wunderschön. Da hat er gezögert. Jetzt bin ich mal aggressiver, schnell an den Ball gesprungen. 2-2. Er war aber auch wirklich knapp. Da hat er gezögert. Wunderschön. 2-2. Mein Gegner macht ernst. Er jumpt immer nach vorne. Gute Position für ihn. Ich hole mir den Boost. Den hat der wirklich leider sehr gut. Bin ich froh. Und den Kuller ich einfach mal kurz rein. 3-2. Eigentlich hätte er den eben reinmachen müssen. Gott sei Dank, mein Glück. Da hat er auch gut gespielt, muss ich sagen. Er spielt nicht verkehrt. Ja, der Wegbumper war gefährlich. Gut für mich. wichtig, Druck aufbauen. 2 Tore Vorsprung, aber es sind 3 Minuten. Das ist nichts. Ich muss einfach konzentriert bleiben. Das ist wirklich wunderschön. Nein! Ja! Was war das denn für ein Tor? Okay, das war ein crazy Tor. Das muss ich einmal gucken. Auch wenn er mich jetzt hasst dafür. Wie ist das Tor denn zustande gekommen? Böse. Für ihn, für mich geil. Okay, 3 Tore Vorsprung. Ja, beim Anstoß, er kommt zwar schnell an den Ball, aber kassiert so gefährliche Situationen. Okay, was tust du? Geht er rein? Wunderschön. Er wird Rage quitten, oder? Er bleibt drin, ne? Okay, 6-2 finde ich wild. Spiegelt nicht das Können vom Gegner wieder, aber ist mir kackegal. Weil Fehler werden bestraft. Um Offside Tormann. Boah, 7-2. Er bleibt drinne. Respekt vor meinem Gegner. Er bleibt konstant. Er bleibt weiterhin drinne. Den hat er gut rüber gespielt. Okay. Ich sag ja, er ist nicht verkehrt. Er macht das sehr stark. 4 Tore, 2 Minuten 17. Ist nicht unmöglich. Deswegen Delta weiterhin konzentriert bleiben. Und das Ding versuchen nach Hause zu holen. Und den Gegner erstressen.
Gegner muss gestresst bleiben. Genau. So. Na, hätte ich den mal schöner getroffen. Erst den Boost wegnehmen. Na, ich wusste, dass er es tut. 3 Tore nur noch. Na, jetzt geht's los. 1 Minute 41, 3 Tore. Ich werde nervös. Ich muss funktionieren. Er konnte ihn leider safen. Nein. Ist das bitter. 2 Tore. Er hat Hoffnung. Das ist jetzt sein Problem. Er ist aggressiv motiviert jetzt. Hat er ihn gut gemacht. 7-6. Okay, jetzt wird es böse. Ich bin so glücklich. Es war so wichtig. Wieder 2 Tore Vorsprung. Ey. Ihn ärgert's natürlich. Ich bin gerade sehr gehypt. Okay. Och man, was passiert hier? Schade. Ne, den Boost klauen. 40 Sekunden, er muss kommen. Und er ist drinne. Das war Gnadenstoß. 3 Tore, 28 Sekunden holt er nicht. Aber ey, okay, ist möglich, trotzdem möglich, aber ich sag ganz ehrlich, ohne Respekt an diesen Gegner, der hat richtig Bock gemacht und das Ding ist noch nicht gelaufen. Okay, den habe ich ekelhaft gesaved. Okay, das war quitt. Jetzt geht er da, der kann mir mal. Jetzt kann ich auch dancen. Oh, einmal bam und Geist ist weg. Erstes Match, erstes Sieg auch noch, natürlich, erster Sieg. Oh mein Gott, Fortnite. Nee. Boah, und wir sehen uns im nächsten Match. Komm, die Arena mag ich. Es wäre so geil, das Match jetzt auch zu gewinnen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ach nö, ja, alles gut. Ich hab, wollen wir mal kurz nicht drüber sprechen. Ihr habt das nicht gesehen. Wer jetzt schreibt mir das in die Kommentare. Okay. Ein Boost-Problem. Aber ich sag mal so, ich schätze mal, mein Gegner davor war deutlich besser. Schätze ich mal. Kann auch sein, dass ich gleich... Ah, ich habe nicht richtig getroffen. Einfach den Boost klauen. Gefährliche Zone. Gegen die Fahrtrichtung, war aber leider nicht gut genug. Okay, ist nur 1-0. Hier fallen die Tore jetzt nicht. Die ganze Zeit. Okay, interessant, was er vorhatte. Oh mein Gott, ist das schön. Schade, dass er sich nicht noch früher senkt. Das wäre ein schönes, wirklich wunderschönes Tor gewesen.
Ach man. Es ist nur ein dummes Tor. Und das kommt jetzt. Ja. I love it. 1-1. Okay, 1-1. Das war wichtig, weil das hat mich jetzt zu lange irgendwie aufgehalten. 2-1. Denn sofort die nächste Strafe. Oh, weil er hätte irgendwie versuchen müssen, aus 2-0 zu gehen. Er war sehr verhalten. Und jetzt kracht's komplett bei ihm. 3-1. Oh, auf 1-0 Rückstand. Zweites Match ist auch schon kurios und crazy. Egal, gefällt mir. Er nimmt sich den Boost. Mach du mal. Für mich scheint der... Komm, du kommst doch wunderschön zu mir. Okay, ich versuche ihn einfach nur zu nerven. Kannst du fliegen? Oh nein. Ey, für die Vorlage habe ich dir gegeben. Ey, da mache ich eine stilvolle Vorlage. Ich hasse alles und jeden. Außer euch. Ach man. Okay, hat er wild gemacht. Ein Tor. Ja, mach ruhig. Der ist aber drin, ne? Ist das assi. Er hat verfehlt. Nein. Muss schnell nach hinten. Er spielt aber auch. Nein, den hat er wunderschön genutzt. 3-3. Okay, 3-3. Wird wieder heiß. Passt mir gar nicht. Pinguin. Okay. Was hat er getan in der Zeit? Es soll mir wirklich egal sein. Hauptsache ich habe das Tor und führe wieder. Das ist viel wichtiger. Wieder. Ah, schade. Ich war in der Hoffnung, dass er verfehlt. Okay, hat er gut gemacht. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verrannt. Oh, 4-4. Schade. Irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass ich mit 2 Toren führe. Was mir jetzt wieder rum nicht. Okay. Schade. Einfach ein bisschen nerven. Und drinne. Boah, 5-4. Ich glaube, er wäre auch so reingegangen. Ein Tor Vorsprung, 22 Sekunden. Die muss ich runterspielen. Oder Gnadenstoß noch mit einem Tor. So natürlich nicht. Och nö. Oh nö. Er kriegt ihn rein. Oh nein. Ist das unglaublich.
Ich krieg Verlängerung. Okay, den Fluch habe ich zwar gebrochen letztens. Aber jetzt ist dieses entscheidende... Oh nein. Oh. Okay. GG an den Gegner. Hast du es stark gemacht, muss ich leider zugeben. Ah, oh, letzte Sekunde in der Abwehr verkackt, ey. Ach, Mann. Komm. Zeit für zwei Matches ist noch. Wir versuchen, Platin irgendwie zu erhaschen. Bis gleich. Ich weiß gar nicht, in welche Liga ich bin. Ich müsste ja jetzt gegen ihn gewinnen, um wieder... Achso, der kommt gar nicht. So einer ist das. Ach nö. Ach komm, immer dieses unglückliche erste Tor, was ich kassiere. Aber ich gebe direkt die Retourkutsche. Mann, was war denn seine Mission? Das kann nicht wahr sein. Was sind das denn hier für wieder für sekündliche Tore hier? Ich muss das Match jetzt hier einfach irgendwie gewinnen. Och nö, das... Okay, Glück gehabt. Das war nicht, was seine Mission war. Okay, interessant. Das war nicht gut geschossen von mir. Ich hab gedacht, er will mich explodieren bringen, deswegen bin ich ein bisschen Simper Liga. Schon wieder hatte ich das Gefühl, er will mich zerstören. Ist nicht schlimm. Zuerst ein Tor. Er versucht es mit Fliegen. Oh nö. 3-1 für ihn. This is very uncool. Aber 2 Tore in 3 Minuten ist kein Weltuntergang. Ich dachte, ich kriege ihn rüber geluckt. Ich dachte, der wird mehr an der Seite und nicht so zielgerade auf mein Tor. Okay, 4-1 tut weh. Oh, ich hasse das, wenn die das tun. Okay, 3 Tore. Kann nicht wahr sein. Es ist immer dieses eine Pünktchen. Geht nicht rein. Das kann nicht wahr sein. Ach komm, leck mich doch.
Bin ein bisschen genervt. Ich weiß. Wäre der jetzt nicht reingegangen, ne? Komm, 3 Tore, 1 Minute, 46. Boah, war aber ganz schön knapp, ne? Komm, das Ding holen wir noch. Tore. Es ist nicht unmöglich. Natürlich so, ja. Bin wieder 4, 1 Minute 17. Irgendwie liegt dieser Gegner mir gar nicht. Ach, hör doch auf, es anzugucken. Irgendwie bin ich so unfähig gegen diesen Gegner. Ich weiß auch nicht warum. Ja, sein. Ja, ich bin gerade, ich merke auch bei dem Gegner habe ich so ein bisschen abgeschlossen. Ich merke das gerade. 5 Tore in einer Minute. Wow. 4 Tore. Na, vielleicht spielt er ja weiter so. Das wäre wirklich toll. Ach Mann, ich verteidige ich denn wie ein Fettsack? Verteidige ich. Wie ein Fettsack. Wie ein dummer Fettsack verteidige ich. Ach nö, komm. Geh doch nicht auf Zerstörung, du Vogel. Das liebe ich ja. Ist richtig motiviert. Ich liebe das ja, wenn die motiviert sind, ne? Ich habe die Show ihm jetzt gegönnt. Oh, er hat sich die Show nie angeguckt. Wundert mich. Okay. Ey, nicht tanzen. Nicht bei dem Ergebnis. Okay. So, jetzt bin ich in 2 vs 2 mit Random. Mal gucken, wie es wird. Ich kann 1 vs 1 gerade nicht. Ich bin gerade so gefrustet. Nee. Besser nicht. Ich bin hier noch unranked. Ich habe hier keinen Rang. Gucken wir mal, was wir hier ergaunern können. Bin kurz ein bisschen hier hinten. Gucken, was mein Teammate so reißt. Und nein. Jetzt aber. Boah, hätte mein Teammate den jetzt aufgehalten. Wäre ich aber auch wirklich traurig geworden. Schön. Aber ganz schön knapp. Aber auch wirklich, ich muss sagen, aus dem Winkel stark von mir gemacht. Warum hat. Ja, einer sagen, warum der mit angegriffen hat. Kollege. Ja, okay, wild.
Oh oh. Ich hoffe, ey, bitte alles schnell die Kamera skippen. Skipp die Kamera, skipp die Kamera, skipp die Kamera. Okay, man hat es nicht ganz genau gesehen jetzt aus der Perspektive, was ich voll gefettfingert habe. Ich habe ein bisschen die Vorlage gegeben. Warum greifst du an? Ich gehe ins Tor. Ja, super. Bump nicht weg. Okay. Alles so ein bisschen versuchen zu fliegen. Schade. Gut ergaunert. Er hält ihn. Ich glaube es ja nicht. Wenn er ihn irgendwie mal in die Mitte spielen würde, tut er natürlich nicht. Boah. Das war geil. Den Move habe ich mega gemacht. Wie er mich da zerstören wollte. Das ist mein zweites Tor. Ey, wenigstens habe ich hier Erfolgserlebnisse. Zweites Tor schon. Juhu. Komm, hol den Ball. Mach was Gutes draus. Wäre nett, wenn du den Ball irgendwie verteidigst. Okay, hast du dir gut erkämpft beim Angriff. Bleib im Background. Das kann nicht wahr sein. 2-2 jetzt schon. Hat er leider sehr schnell genutzt, sein Teammate. Komm, 2-2, das hat nichts zu bedeuten. Der wollte voll auf Zerstörung gehen. Komm, schöne Vorlage. Nein. Nein. So ärgerlich. Okay, ein Tor, das ist jetzt blöde. Hä? Warum? Dein Ernst? Ja, Teammate, ich habe mich jetzt zu sehr auch aufgeregt, eben in dieser einen Situation da. Warum ist er nicht zum Ball gegangen beim Anstoß? Aber auch nicht verstanden. Okay, aber Torvorlage. Oh, er hat einen Hai. Jetzt sehen wir den auch mal. Komm, ein Tor in 56 Sekunden. Oh, einer ist weg. Ist zwar unfair.
Wir hätten nicht beide draufgehen dürfen, aber ich verstehe auch nicht, warum er ihn nicht gehalten hat. Okay, er hat seinen Fehler wieder gut gemacht. Ist ja schon fast traurig, dass er jetzt einer weniger ist, aber... Das ist peinlich. Ist das stark gemacht von ihm? Bro, warum? Wie? Mach doch du auch! Okay, das war ein starkes Tor. Wie so ein Doppelding. Nein. Ja, okay. Respekt. Gut. Das war nicht gut. Das war von ihm sehr stark gemacht. Schade. Okay, dann gehen wir mal zum Hauptmenü. Das war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Also der Tag hier heute lag mir nicht so. Na egal, können wir erstmal hier ein bisschen bestimmte Tätigkeiten abholen, die wir absolviert haben. Mein Gott, können wir hier viel abholen? Und einmal auch hier. Perfekt. Oh, das sah cool aus. Ich glaube, das sah cool aus. Ich glaube, ja. Nee, dann auf jeden Fall gibt es ja was. 3v3 Standard, Wärmesucher, Free for All, Knockout. Nee, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ist das jetzt aufgesetzt? Sieht ja mega stark aus. Gefällt mir. Nö, sieht geil aus. Hat was. Nee, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, nächstes Mal wird es besser. Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel Gesundheit und falls ihr den Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Datum7. Ciao!